Moin Moin, ach, zu einer neuen Runde Ideas mit unserem kleinen Sven im GL. Moin. Der mich gerne schlänger mit dem blöden Rückwärtsgang. Ich hab ihn längst draußen. Ja. Es piept sich scheiße, wenn ich direkt neben dir stehe. So, fahren wir morgen dann eine kleine Runde durch die Weltgeschichte. Ja, mal ein bisschen Sprit sparen. Ja, war ganz gut. Ah, da kommt er. Hast du neue Lackierung drauf? Ah, ne, sah bloß so aus. Und der erste Loot schneidet auch schon rein. Ja. Moin. Die 61. Oh, die Loot zu gestern laufen weiter. Ne, das ist ein neuer. Die wollte gerne die 100 schaffen. Weil die von gestern, ne, kommen wahrscheinlich nicht mehr. So, dann müssten wir jetzt nur mal gucken, wie wir aufkriegen. Genau. Okay, schon mal auf. Wo soll jetzt ungefähr hingehen, richtungsmäßig? Ja, müssen wir gucken, wie er fahren kann. Er muss die Aufträge vorgeben. Na, ich hätte einmal Kartoffeln nach München. Das ist die einzige Fracht in Deutschland. Nach München. Wir brauchen auch nicht die gleiche Fracht nehmen, aber jedenfalls die gleiche Stadt. Ja, ich sag bloß, das ist das Einzige, was ich hier in Deutschland überhaupt habe. Und dann ist Großbritannien und der ganze Quark. Na nu, sein Hänger weg. So, bräuchten wir nur mal einen Zielort, genau, wo die Reise in einem hingehen soll. Genau, das war ganz gut. Er hätte einmal schlafen müssen. Wenn er nichts hatte, war er bis einmal sich kurz in den Werkstatt abschleppen lassen. Bis auch wie schlafen. Ah ja. Kannst du auch Aufträge vom Frachtmarkt nehmen? Was eigentlich? Also, Städte haben. Frachtmarkt habe ich aktuell nichts, dann ist noch Schwertransport.
Moin Onyx, was wir gerade zu machen, wir warten jetzt auf einen Auftrag von Glenn. Jedenfalls die Stadt, wo er hinfahren will, und dann fahren wir mit ihm zusammen dahin. Weil ich wollte ja schon die Nacht mitfahren, aber da war ich zu kaputt. Haben wir gesagt, machen wir es heute um 12. So. Genau. Ein bisschen der Zielstadt wissen. Er hat einen Auftrag nach Aalborg. Aalborg, wo gucken wir mal hier nach und zu machen. Wenn da mal von Leipzig das nach Aalborg finden. Als Krone habe ich was. Aalborg, leere Paletten. So, ich habe Auftrag angenommen. Leere Paletten nach Aalborg. Oh nein. Kippen wir nochmal schnell einen Kaffee ein und können wir loslegen. Was liegt da sonst noch in der Nähe? Müsste ich jetzt nochmal wieder Karte aufmachen? Warte, ich hab grad. Also in der Nähe von Aalborg liegt. Oh, da, die Stadt habe ich sogar noch gar nicht. Friedrichshafen, Hirtshals. Jo. Und Denzel, ein bisschen weiter unten. Esbjerg auch. Also oben bei Aalborg liegen Friedrichshafen und Hirtshals. Ich bin gerade gucken, ob ich da was hin habe. Also Onyx, du kannst gerne mitfahren. Server ist EU1 und DLCs hast du Boeing ist in Skandinavia. Also wir, der Frank und ich haben eigentlich alle, die es gibt. Jo. Aber da der Glenn nur das Basisspiel hat, haben wir eben halt Aufträge, die der Glenn hat. Und Glenn hat halt die ehrenvolle Aufgabe, uns die Aufträge vorzugeben. Jedenfalls die Städte, wo er hinfahren kann, und dann suchen wir uns den halt einen Auftrag dahin. So, ich gehe den schon mal laden. Ich fahre mal kurz nach Magdeburg rüber. Warte mal, ich guck mal, ob ich in Magdeburg was habe. Also noch sind wir in Leipzig. Oh, ich darf gleich hier rechts abbiegen. Ja, links. So, und dann treffen wir uns. Also Glenn, wir laden jetzt hier und dann fahren wir hoch Richtung Magdeburg und treffen uns dann dort, wenn Frank was hat, in Magdeburg. Ja. Ich guck erst mal kurz durch, ob ich hier irgendwo was überhaupt in der Nähe hab. Was da hochgeht. Und dann mache ich eine Schnellreise nach Magdeburg und nehmen was nach Bremen. Alles klar, der Onyx kommt nach Magdeburg. Okay, dann wären wir dann schon zu viert. Jo, ich hab jetzt Berlin mit Treffpunkt Magdeburg. Ich
ziehe von Berlin aus mit 110 über Richtung Magdeburg. Alles klar. Hab Gott sei Dank nichts anderes in der Ladung. Halt kein LKW. Stadt. Berlin. Vollgas. Huch, ich hätte ja oben auf Ja klicken. Ich bin noch nicht ganz ausgeschlafen. Ah ja, ich lade jetzt so auf. Einmal quer. Jetzt wollen wir mal gucken, wo der Glenn jetzt gleich steht. Von Magdeburg an der Werkstatt. Jo. Schon wieder blöd City Limit. Und der Onyx hat noch 600 Kilometer. Wir haben bis nach Magdeburg auch noch knapp 100 oder 200 Kilometer von Leipzig. Nee, 100 Kilometer von Leipzig, glaube ich. Aus welcher Richtung kommt der? Kann man sich ja irgendwo unterwegs sein, was man zustößt. Jetzt muss ich nur mal den Glenn wiederfinden. Ah, da vorne kommt ein blauer Punkt, ich glaube, das ist er. Was sagt denn mir der Zap? Jawoll. Die Bonn-HD-Webzeit. Ach, du bist schon da oben. So, einmal laden, dann geht's los. So, wo führt er mich lang? Heute mögen mich die Ampeln nicht. Die Folge der Rude zum Ziel. Ah, da steht der Glenn mit Warnblinker. Setzen wir uns mal. Moment, setzen wir uns mal einen Weg von Magdeburg auf die Werkstatt. Ja, müssen wir so Magdeburg durch. Das passt. So, Magdeburg Werkstatt. Lepp. Ich muss jetzt etwas über das Tempo fahren, das ist schon, ne? Ich sehe es ja nicht. Ich bin ja bei den Zuschauern. Ja. Es geht ja noch sonst 20 Schritte in Magdeburg. Muss noch ein bisschen mit Live fahren. Na, halb voller Tank, aber das reicht für die Strecke. Oh, nicht grün.
Ja, da vorne ist er wieder. Er hat grün und ich habe bestimmt gleich wieder rot. Mit der roten Ampel. Oh, ich hab's auch gewusst. Da hab ich immer die Scheiße. Tempo 80. Gehen wir so ein bisschen 2, 3 oder 4 habe ich Zeit. Mach mal 3. Muss ich für einen rüber. Irgendwie ist der Funk doch ein bisschen leise bei dem lauten LKW. Der kann den auch lauter stellen. Wenn er das will. Ich muss auch gucken, ob ich den nicht, wenn ich ihn nicht leiser gestellt habe. Das ist hier, ja, du kannst bei dir leiser oder lauter stellen. Beschleunigungsspur und Gas geben. Also fahren wir nach Magdeburg an die Werkstatt. Ja. Dessau sieht, belegt nicht. Mal sollten wir mal einen rausholen hier. Was er da gibt. Ui, 80er Kurve mit 105, ja, das passt. So, ich glaube mal mein Tempo mal auf 80. Ja, meiner ist bei 110 gelockt. Jetzt muss ich zwischendurch noch tanken, habe ich keine Lust dazu. Du weißt ja, dass ein LKW liegt, der schiebt, ne? Ja, da fährt der Erd. Ehre, mein LKW, deswegen fahre ich. Wieder zum Erben? Ja, den LKW gibt's zum Erben. Gut. Aber halt ja, nur, wenn er Schrott ist. Ja, wenn er Schrott da. Mist, jetzt habe ich auch noch Landstraße nach Magdeburg. Na, da. Ich fahre schön mit die Autobahn. Wenn du nicht allzu lange brauchst, dann können wir warten. Ansonsten, wenn du oben Hirtshals bist, muss ich gleich mal Magdeburg gucken, ob wir Hamburg durchkommen, dann sammeln wir dich in Hamburg ein. Genau, da kann ich gleich gucken, weil ich bin ja sowieso gerade mit Tempo unterwegs, da geht das. Ja. 65 auf der Landstraße, nehme ich Toleranz gleich mit. Ja, 5 km/h Toleranz darfst du machen. Oh, ich muss hier runter. Ja, jetzt. Ah, Bock ist er jetzt. Also Onyx ist jetzt gerade da, wo wir hin müssen. Ups, da war ein Straßenschild. Straßenschild mit so einem Reifen um die Kurve. War noch gelb. Oder der Onyx macht oben in Aalborg Pendelverkehr, bis wir oben sind. Ich bin kein Magdeburg. Oh, keine Abkürzung.
Keine Abkürzung über die Wiese genommen. Sonst nimmst du die fahren, auch wenn heute Sonntag ist. Ich werde dann zweit fahren. Ich hätte sonst die Kurve nicht mehr gekriegt. Zack. Was hat denn der mich hier für eine Strecke nach Magdeburg ausgesucht? Denn sollte doch Aalborg es nicht haben, hä? Ja, nach Aalborg fahren wir ja mit dem Glenn. Jetzt müssen wir erstmal den Frank wieder einsammeln. Ja, ich bin da schon da. Heilburg ist doch noch gar kein DLC, oder? Weiß gar nicht. Ich habe jetzt hier vor der Stunde. Über Hamburg würden wir theoretisch noch vorbeifahren. Hamburg, Kiel. Nein, da fahren wir theoretisch noch vorbei. Weil wir fahren gleich auf die A2 und dann komplett die 7 hoch. Bis auf die E45. Bis zum Ziel. Dann kommen wir wieder an meinen Lieblingsrastplatz vorbei. Jo. So, ich bin auch gleich in der Werkstatt. Jo. Und der ist schon oben auf dem Tacho. Lenn auch schon bei dir? Nee, ich bin gerade dich. Ist er vorgefahren? Setz dich mal. Wenn er nicht zu sehen ist.
Nein, da kommt noch ein anderer blauer Punkt. Ja. Da hat der hinten die Nummer 111 gehabt, ne? Ja. Jo, der kommt da. Alles klar, da steht hinten eine Abbiegung. Ja, sehr gut. Der Open ohne Defekt. Testing Game 23, Ghost 23, Unterstrich 234. Warte, Glenn, ich muss hier vorne, da vorne links ab. Muss immerhin schnell drehen. Kommen wir durch Hamburg durch, nicht, aber dran vorbei. Ja, doch durch. Ne, nur dran vorbei. Und zwar. Jetzt kriegen wir einen Punkt hier in Buxtehude. Auf der A7. Da müsste Hamburg raus Richtung A7 und dort da unten bei den Kleeblatt. Links am Bums da. Bei der Kreuzung auf die Autobahn auf die A7 fahren. Weil über Hamburg bringt uns nichts, ne, da kommen wir falsch. So. Alle da? Alle da. Hey, wo fährst du da? Ja, du musst hier von der Links, ne? Nee, ich muss hier jetzt gerade. Ja, ich komm hinten rum. Okay. Ich komm von der anderen Seite. Ich sehe ich, aber mir kreuzt, nee, die Spur kreuzt hier vorne. Das sah mal nicht schlecht aus. Alter! Oh, das war doch jetzt geil, Sven, oder? Der sah aus, als wenn die, als wenn ein LKW müde. Aber wie ich mich denn gerettet hab, ne? Er war die Kurve einen Ticken zu eng genommen. So, dann fahren wir jetzt mal mit dem Glenn nach Aalborg. Genau. Das ist da der Unix wartet auf der A7 bei Hamburg. Jo. 4% Schaden gerade mal wieder. Da wieder richtig ein Ding hier. So, hier kommen wir Tempo 60 fahren. Aber oh, Sven, hast du schon mal so ein Manöver hingekriegt? Nö. Hardcore-Manöver, ne? Ja, 60. So, jetzt rechts da.
ich drum auf 80. Wir sehen jetzt das Mikro ein bisschen zu leid eingestellt. Hier beim Funk. Jetzt wieder in deinen Kaffee drin. Na gut, komm hinterher. Ah, 500 Meter Tank ist meine. Oh, jetzt ist er weg. Ja, Ninja Hacken. Moin. Alter, 617 Liter wieder getankt. Auf dir einen schönen Sonntag. Kommt er jetzt nochmal wieder? Kommt er nicht wieder? Könnte bestimmt gleich noch schreiben. Das kann so sein wie bei mir gestern. Ja, er ist offline, er wurde gekickt. Wahrscheinlich ohne Licht gefahren. Das kann zum Beispiel möglich sein, ohne Licht gefahren. Ich habe keine Kickmeldung hier gekriegt, dass er gekickt wurde. Na, ich habe ohne Schnee aufgepasst. Alter, 809 Euro, ey. Für knapp 620 Liter Diesel, ey. Ja, Hälse, ey. Nee. Die haben wir leider nicht geschafft. Connection broken. Na, Verbindung verloren. Ja, Connection lost, lost. Weiß ich was. Ich nehme mal kurz Abkürzung, Parkplatz habe ich nicht gerade. Wir wollen's noch rein, hallo! Moin! Oder Pyro ist noch rein, so. Entweder, ja. Nochmal neu einloggen. Über 2 MP. Wir können ja hier auf dem Standstreifen nochmal kurz warten.
Er ist vor uns, wir sollten gleich bei ihm sein. Nee. Also wir sind jetzt auch auf der R2. Kurz nach Marienborn. Und hoffen, dass der Glenn es wieder schafft, dazu zu stoßen. Also wir sind kurz vor der Schmetterlingskreuzung vor Hannover. Moin an meine neuen Zuschauer. Oh, viel Spaß beim Zugucken. Als wenn du stehst, aber, ne? Jo. Du hast wieder keine Warnlampen an. Ja. Nur keine Rundumleuchte. Oh, jetzt mach ich dich auch mal Disco hier. Ja. Ja. Oh, oh, komm doch nicht näher. Du musst dich ein bisschen bewegen, sonst fliegst du ja. So, immer kurz auf die Karte. Mach den Motor aus dem Spritsparen. Wir stehen jetzt dort. A7. Dort. Oh, da ist noch ein Stück. Also links neben Hamburg auf der Autobahnkreuzung, alles klar. Jo. Links neben Hamburg. Ah, da ist er wieder. Schein kann es Gas geben. Bin ich schon bei. Tempo 80. Lass mal hinterher kommen. Jetzt sind wir hoch auf 80. Warte, mein Pedal ist gerade weggerutscht. Klein, du kannst, oh, wenn es ist, 85 fahren oder 90, damit du dran bleibst. Ui, wo ich den Länder.
Irgendwie geht's hier bergab. Jo, du hast da ganz schön zu kämpfen. Hier gleich rechts. Dann sind wir auch gleich beim Onyx, beziehungsweise Ghost unterstrich 234. Und dann gleich wieder rechts. Bitte Hamburg weg. Dran. Gasthof Allertal. Jo, ich war schon tanken. Muss jemand tanken? Vorhin schon in der Garage getankt. Achso. Wo ich mein LKW in Leipzig hingestellt habe. Achso. Der stand irgendwie noch unten in Rom. Fahrt ihr 80 oder wie fahrt ihr? So, ich fahr 80. Glenn ist jetzt neben mir. Dann muss man mich einfach mit einreden. Fahren wir 83,3 km Toleranz. Bin doch da, was willst denn du? Ja, ich nehme mal den Bomat 4 km runter. Ich komm nicht. So, jetzt dürfte wir gleich unter Hamburg sein. Nein, nein, nicht ganz. Ja, kurz vor der Schmetterlingskreuzung. Ich hätte den Seitenstreifen frei fahren können, ey. Oh, da war schon wieder vergessen. Moin. Da steht einer an der Seite. Ich weiß. Jo, also. Da steige ich gleichzeitig mit. Ich geh mal runter. Naja, weil hier schwankt es mit den Metern. Dürfte aber auch eigentlich hier reinkommen. Ich gehe mal runter auf 78.
wo du reinkommst. Ich bin noch nah genug dran. Hier kann ich an der Schussstange kleben. Ach so. Beim Blender fängt er gerade wieder an zu ruckeln. Ui. Jo, ja, hat Sven gerade gesagt. Ich glaube, ist er gerade hinten bei mir drauf geklatscht. Wie, der ist hier drauf gekommen, oder was? Ne, der fährt neben mir. Was wurde nämlich auf einmal dunkel hinter mir? Oh. Ui! Jetzt werde ich fast falsch abgebogen. Das hat gescheffelt. Ist er noch da? Der war über 500 Meter entfernt. Ja, bei mir wird es auch noch weit mehr. Oh, der wird auch schon hinten drauf gekappelt sein. Du bist ja noch 50 Meter entfernt. Ja, 160, 170, kurz warten. Ich weiß nicht, ob er wieder rankommt. Ich habe auf jeden Fall geblinkt, ich fahre Rolllangs im Standstreifen. Ja, er kommt wieder ran. Und dann auch was zu entfernen. Das wieder da, ich sehe den zweiten Planpunkt. Der blaue Punkt, der hinter mir ist, der kann ja, wenn er alt genug ist, gerne auch in die S kommen. Alaska Mert, wo bin ich gerade? Sind gerade an Hamburg vorbei, auf dem Weg nach Aalborg. Mittlere Spur. Hast du den Glenn noch auf dem Bildschirm? Nee.
Ja, kommst du langsam wieder hinterher. Ich hab's da irgendwo im Spiegel hängen. Muss jemand tanken? Nö. Da vorne steht einer mit Warnblinker. Das ist groß. Vor mir? Nee, hinter dir. Keine Ahnung, wer vor dir ist. Muss jemand tanken? Nö. Muss jemand tanken? Okay, dann nehmen wir gleich die nächste Tankstelle, die vor mir ist. Wir stehen alle bei der Tankstelle auf den Seiten, kannst du den tanken fahren gleich. So,
wie es halt im Boy ist, wird nachgefragt, wer muss tanken, ne, Sven? Mhm. Auch wenn es ihnen auf den Keks geht. Wenn alle Vertrag am Bus tanken. Glenn, warst du schon tanken? Bin noch nicht weg. Aha. Ja? Bin noch nicht weg. Lass mal noch kurz an die Seite, dann kommt der ran. Kannst du nicht weiterfahren? Ja, ich muss gerade meine halbe Kippe hier nehmen, die mich hier misslungen ist, um stopfen. Oh. Ja, ich bin hier sowieso erstmal die rechten Streifen. Mittlere Spur. Aua, beim LKW. 170. Na gut, kommst du ran. Hält ein bisschen Abstand. Jo. Die nächste Ausfahrt rechts. Ja, eine 50er, 80 geht hoch. Jo, mit 80 packt aus. Warte mal, jetzt im Rotorbremsen. Hat den aber mal so schön gelackt. Zählen mit drin. Wenn es gleich wieder anfängt zu lecken, denke ich, dass ich hinten drauf catche. Also. Das ist eine allererste Zwist mit uns YouTubern zusammen. Das soll mal ein bisschen Bild sein. Ja. Ja. Sven, du hast da Paletten, ne? Was? Oder was hast du für eine Fracht? Ich hab Leerpaletten. Jo. Ich genau da 18 Tonnen Leerpaletten. Ich mach mal Glück, haben wir dasselbe Abgabepunkt. Freitag 9 Uhr Ankunft. Ich auch. 9:03 Uhr. Jo, da passt das. Ja, ein bisschen ein paar Meter hinter mir, da passt das. Und Zeit haben.
Ja, wenn ich nachher vom Fallen zurück bin, werde ich jetzt an den Wandel hüpfen und jetzt soll ich mich seelisch darauf vorbereiten, morgen um 4:30 wieder aufzustehen. Tja. Dann später noch eine Runde ROE. Oh. Der größte kann ja dann, wenn er alt genug ist, zu uns in den TS kommen. Wenn er möchte. NS-Oil. Leitung gesessen. Das war die Kurve zu eng genommen. Pass auf, die Kurve ja nicht zu eng nehmen. Und schafft in der Leitung hängen.
50 sind hier erlaubt. Rote Ampel. So, sind wir ja gleich da. Jo. 15 Kilometern. Genau. Rot. Noch 10 Städte hier oben und ich habe Skandinavien freigefahren. Das ist gut. Und die 74 von unserer TCI. Ah, oh, laufen schon mal da. Loot. Da kannst du eigentlich auch eine schöne 100 voll machen. Kannst eigentlich immer so schön weiterführen. Bis zu 1000. Verfluchte Ampel. Rot. Die nächste Ampel wiederholt. Ich lasse mich zur Ampel rollen, ey. Ganz Gas geben, grün. Alter, wo muss ich hier hinfahren, ey? 12 Kilometer noch. Nö. Oder so rote Ampel. Okay, hab doch einen anderen, muss hier vorne links rein. Treffpunkt Werkstatt oder Garage? Werkstatt. Jo. Wer ist da? Ich kenne schon, der gekickt worden ist, aber vielleicht dann in der Werkstatt. Wie ist jetzt der gekickt worden? Der
Strafpunktwerkstatt. Als Begleitfahrzeug mitfahren kannst du gerne machen. Können wir immer wieder brauchen, Begleitfahrzeug. Ich werde jetzt erstmal für kleine Tracker gehen. Ich mach gleich ein Käffchen. So, bin sofort wieder da. Bis gleich. Wenn wir nach Aberdeen fahren, hat sonst nichts, was Standardkarte ist. Jo, können wir. Ab auf die Insel.
Köln. Gucken. Hätte was nach Nürnberg. Rotterdam, Mannheim. Düsseldorf, Hamburg, Bremen. Köln ist Duisburg, Düsseldorf, Köln. Könnte ich eigentlich das nach Düsseldorf nehmen und nicht ja auf dem Weg nach Köln? Genau, so machen wir das. Stilles Mineralwasser. So, dann fahre ich das mal abholen. Dann würde ich sagen, treffen wir uns an der Werkstatt wieder. So, ich bin schon mal Werkstatt, ne? Mein Hörer kam eine Fracht nach Düsseldorf. Moin. Nach Düsseldorf. Weil Onyx hat, also der Ghost, der hat einen Auftrag nach Köln und Köln liegt ja gleich direkt unter Düsseldorf. Nach Okay. Köln hatte ich nichts. Okay, guck ich mal. Also Düsseldorf oder Köln. Ach, hätte ich auch außen rumfahren können. Nur zu spät. Boah, schon wieder rot. Ich habe was nach Osnabrück. Der Glenn ist schon wieder gekickt worden. Bitte das. Noch bei Gelb erwischt. Dresden, ne? Ich nehme nach Osnabrück nehme ich was mit. Nehme Hundefutter. Klein, wenn du willst, kannst du Begleitfahrzeug machen. Ich hoffe, du wirst nicht immer gekickt.
12 Kilometer fahren, nö. Ich müsste 20 fahren für mein stilles Mineralwasser. Na, 3 Stunden Werkstatt, ne? Jo. Ja. Dann gebe ich mal ein bisschen Gas hier. Das sind aber stilles Mineralwasser. Zack. Da, wo ich meine Frachtasse abgegeben habe. Also, gut. Dann soll ich halt mit 110 die Fracht abholen. Okay. So, der Ghost ist mal eben 5 Minuten weg. Jo. Ich weiß gar nicht, komme ich überhaupt an der Werkstatt jetzt noch vorbei? Nö. Wo kommst du denn vorbei? Ja, da muss ich. Du musst runter das fahren, ne? Ja, hätte ich eigentlich gewusst, aber falls, das war hoch zur Werkstatt. Setzt die Markierung über Osnabrück. Dann. Wer fährt? Das war jetzt Gitzwende.
Ja, zu eng genommen. Moin. Rückwärtsgang drin. Ich nicht. Aber irgendwie ist der Trailer ziemlich nervend hin. Ist überhaupt was geladen? Muss ich das Mineralwasser abladen? Ja. Ja, merke ich, sehe ich. So, eine Markierung über Osnabrück. Ja, Genau. da kann man dran vorbei. Da komme ich dran vorbei. Bei Transitnet. Transnet. Jetzt kommen sie hier. Gesetzt. Bombe. Kollege, du hast einen Rückwärtsgang drin. Danke. Das ist schon mal nett, ne? Voice volume. Ist sie? War bei mir zu leise. Okay. Glaube ich. Sag mal was über Funk. Wie meinst du, dass ich über Funk renne? Du kannst, wenn du oben die Leiste aufmachst, wo du die Leute siehst, kannst du ja einstellen unter Sounds. Kann man sich nämlich auch selber lauter stellen. Was da denn? Hat er doch eine Fracht gefunden. Das ist gut. Neunundsiebzig, danke schön.
Nichts zu danken. Hat er jetzt gebockt, mich zu bewegen? Du, hoffen wir mal, dass du großes Glück gekriegt hast, dass wir an der Werkstatt sind. Wunderschön. Ja, da kommt auf jeden Fall der Glänzchen wieder. Jo. Und die pfeifen auch mal zum Mittag ein paar Chips rein. Wieder nee, nee. Moin Moin. Also, Alex, wo bist du? Uhu. Fünf Minuten müssen doch schnell zusammen sein, oder? Ja, eigentlich theoretisch. Ja. Ich brauche ja nie länger als 5 Minuten für eine Glimmstängel. Es kommt auf an, was er für Glimmstängel hat.
Ja, wir Gute fahren nach Fahrt. Kleinakalke. Ha? Kleinakalke aus der Brücke reinfahren. Ja. Ich habe eine Osnabrück. Oder war das eine Osnabrück? Ja, Osnabrück, Transnet. Habe ich einmal Hundefutter. Einmal ist man sein Mittagessen. Gibt es welche, wenn Mittagessen? Fischkopf. Sachse. Blub, blub. Fischkopf, Kaffeesachse, bitte. Das ist mir zu lang. Nee, der Sachse heißt bloß Kaffeesachse. Warte, ich mach mir schon mal einen kleinen Stängel. Und erstmal danke für den nächsten Loot. Ich würde sagen, wir fahren jetzt langsam mal los. Warte, 10 Sekunden. Bei 3 Uhr ist Stich. Sven, schaffst du es bis 7 wieder da zu sein? Hoffe ich mal, wäre vorher auch noch planschen, ne? Ja, dürfte sehen, ich habe nur bisher keine 6 Stunden hier im Dingsroller. Ich würde nicht gerne gegen kurz nach 7 ROE machen. Streaming. Kannst mir ja dann noch Bescheid sagen, also sonst mache ich auf 7:30. Dann wird es dann auch für einige halt zu spät, die wir auch wieder in die Schule müssen, die zu gucken wollen. Und dann ist es ja morgen wieder um 5 aufstehen muss. Ich stehe um 7:30 auf. Da komm ich schnell aus dem Bett gekraxelt. Da klingelt mein Wecker. Aber ich stehe erst um 5 auf. Oder eine kleine Lootkönigin schmeißt mich aus dem Bett. Weil ich die Fahrwitz aufzustehen. Aber ich hoffe im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, die Woche schmeißt mich nicht raus. Die Woche hat die Spätschicht. Muss ich selber aufstehen. Toll. Und wenn ich verpenne, darf ich erstmal hier 4 Kilometer bei eiser Kälte am Deich entlang eiern. Mein Arsch ist vom Hunger frieren. Kaffee. Brauchst ja nur, wenn sie Spätschicht hatten, dein Wecker morgens klingelt, brauchst du sich ja nur mal kurz drehen, mal eben die Beine zum Tritt ausholen und dich aus dem Bett treten. Die tritt mich eher gegen die Wand. Ach, schläfst du innen oder was? Ja, ich schlaf immer an der Wand. Sagst du, dass du rausfällst, wa? ja, weil im Schlaf dreh ich mich gerne mal, ist mir schon passiert, da bin ich schon aus dem Bett gefallen. Außerdem brauche ich keine Angst haben, dass du mich aus dem Bett schmeißt. Das sind ja wieder die enge Ausfahrt hier. Ich hab's gemerkt. Achtung, enge Ausfahrt. Ah, ich hab Schatten schon stehen lassen. Ja, die Stimmen sind lauter. Na, ich hab bei mir Dings lauter gemacht. Das kann er auch machen, indem er über die, wo er sieht, was er oben hat, wo er beim Zahnrädchen, Sounds und ganz unten hast du ein Mikrofon. Und da kannst du auch noch einstellen, welches Mikrofon du hast. Ich habe auf Logitech. Habe ich gemacht. Ganz geschmeidig, 80. Okay, 110. Mitte. Jo. Was haben wir denn?
das jetzt trocken drösen. Ich muss ein Fahrrad holen. Also hier scheint Sonne. Oho. Ja, bei uns scheint Regen. Küstenwetter halt. Ja, ich weiß. Erstmal Absprecher nach Transinet in Osnabrück. Genau. Wo muss ich denn in Düsseldorf hin? Eurogodis. Oh Gott. Der Tour werde ich mal Schicht machen. No. Auch wenn es vor drei ist. Da haben wir es ungefähr so gegen halb. Ich muss mich ja auch noch anzügeln und rüberlatschen. Na. Ich muss dann auch für heute Abend alles vorbereiten. Ach übrigens, ich nehme das, wo ich es aufs Dach gelegt habe. Als Thumbnail. Mhm. Aber es gut aussieht, oder? Der Glenn muss nach Duisburg, aber das ist ja eine Stadt vor Düsseldorf. Passt doch. Ja. Ich wollte noch nie mal tanken für die Tour. War nicht schlecht. Ich auch nicht. Ich wollte einmal tanken. Willkommen zurück, Herr Müller. Wo geht es hin? Der Frank, der muss nach Osnabrück, der Glenn nach Duisburg und ich nach Düsseldorf. Düsseldorf brauchen Sie wieder stilles Mineralwasser. Ich weiß ja nicht, was Sie mit stillem Mineralwasser in der Karnevalszeit da wollen, aber naja. Ja, für die ganzen Alkoholleiche, um den Bisschen wieder nüchtern zu machen. Achso. Nee, Mary, noch fit ist falsch gesagt. Eher wieder fit. 24 Stunden habe ich nicht durchgekriegt. 5,5 Stunden war Schicht im Schacht. Ah, ja, jetzt bin ich schlafen.
bisschen beschissen. Achtung, überhol auch von hinten. Ich mach rüber, sonst schubst du schon von der Strecke. Ist aber ist nicht Lenn, oder? Wir müssen sie so runter. Der uns gerade überholen wollte, als mir an dir vorbeiziehen wollte, der hat gerade die Arschkarte gehabt. Da musste ich wieder hinter mir einreihen. Ich wollte gerade vor mir reindrängen, wie Sau. Ja, da habe ich schon kurz Gas gegeben. Mitte. Jo. Oh, Mary, da muss ich ja mal gucken. Irgendwann schafft er auch ein ETS 24 Stunden. Da muss ich mich ja mal vorher hier hinlegen. Ich denke mal, das wird dann erst eher werden, wenn es im Verein weniger zu tun gibt. Ich denke mal, in der Zeit zwischen Weihnachten, nach Weihnachten und Neujahr. Oder so, wenn du mal so Zeit hast. Das Wetter bei mir ist so, wenn ich aus dem Fenster gucke, hell, sonnig und trocken. Sven, täuscht mir das Wetter? Nö. Ich bringe dir gleich das Hundefutter vorbei. Hast du was zum Mittag und zum Abendbrot? Lecker. Gulasch. Aber ungewürzt. Achtung, wo oder von hinten? Ja, aber gut, vielleicht schafft das ja jetzt. Du, an mir kommt der vorbei. Oh, Warndreieck. Achtung! Hier, ich nehme keinen Anhalter mit. Hau ab. Boah, du! Sven, ich mach mal kurz. Jetzt bin ich mal dran. Jetzt will ich meinen Spaß haben. Wie das den Kick kriegst. Och nö, ich bremse dich ein bisschen aus. Oh nö, der fährt schon allein auf dem Seitenstreifen. Ja, sorry geschrieben. Okay. Ich bleib wieder hinter dir. Na gut, der ist wieder hinter mir. Ich bin aber gerade in der Summe mit knapp etwas über 80 ausweichen. Deswegen fahr ich hinter dir. Ich hab bei mir, dass mir die Dinger auf hoher Leistung. Der Unfall erinnert mich an den Unfall mit unserer Sozialpädagogin. Sozialpsychologin beim letzten Lehrgang. Beim 11-monatigen Lehrgang. Die wollte auch überholen, einen LKW. Kam was von vorne, die zieht zu früh nach rechts wieder rein. Und der LKW war noch nicht zu Ende. Null.
Tanken? Nö. Na gut, jetzt hält der Sicherheitsabstand da hinten. Das du ist gut, ich habe Strom, starker Wind und Regen. Oh, armer Herr Müller. Ja. Das auf einen schönen Sonntagnachmittag. Wir wollen nicht mehr spazieren gehen. Ja, wir ja genau wie sie hier oben. Dreimal Ecke. Scheiß Mistwetter, ey. Da müsste er bestimmt hier irgendwo in der Ecke wohnen. Weil wir haben ja Sturmwarnung. Aber wir hatten gestern Warnung vor Böen. Ja, bei uns ist Sturmwarnung hier oben. XNRW, der war doch vor uns auch in Aalborg. Ja. Kannst du ohne Probleme durch, wir ziehen beiseite. Dann fahren wir beiseite, dann sind wir gleich wieder mit. Weil der schwankt nämlich ziemlich hin und her. Jetzt kann ich nicht mehr beiseite. Nee, also ein bisschen an die Seite, dass er durch kann. Der muss hier. Ja, der durch. Muss eigentlich unser dritter Mitfahrer. Ja, dieser ist ein bisschen weiter vorgefahren. Wenn man per Innenansicht fährt mit Spiegel, ist manchmal ein bisschen blöd. Ist uns Glenn abhanden gekommen? Ich nie. Ich sehe ihn auf jeden Fall auf dem Tabnet. Der ist weg. Was Triple X ist, müsste hinter uns sein. Ich kann nicht, der kann nicht. Wo und dann noch was ist hinter mir? Moin, Thomann A. Kann ich dir gerade schlecht sagen, Thomann? Wie wir auf EU1 sind. Also, wo ich vor uns eingeloggt habe, waren es unter 200. Ja, ich schätze mal, werden es jetzt ungefähr so bei 300, schätze ich mal, werden es sein. Na gut, jetzt sehe ich 4 Punkte. Ich kann mal gucken, wo er noch, wer jetzt dran ist. Ne, ist nicht unser Glenn. Sorry, dass ich zu spät gelesen habe, weil macht sich immer ein bisschen blöd, nach rechts zu, nach links zu gucken. Auf dem Laptop. Ich muss mal eindeutig mal meinen Schreibtisch umbauen, ey. Ich weiß, das ist halt zwischen den ganzen Loots, und dann muss ich die Helligkeit nochmal einstellen. Also, das wisst ihr, wie grell das ist. Moin! Moin! Ja, ist halt immer doof inzwischen, ganz süß ist, aber ich krieg das manchmal mit. Ja, Sven hat ja bestimmt den Laptop oder Bildschirm neben sich stehen, ne? Der, wie sie es verschreibt. Rechts neben mir.
Ja, bei mir ist das Problem links, ja, halbe Höhe vom Schreibtisch. Und vorne eben halt der Fernseher. Büro. Ja, wie bei mir, Schreibtisch, also Fernseher vor mir, aber Laptop halt halbe Höhe vom Schreibtisch auf dem Stuhl. Beim Schreibtisch habe ich aktuell keinen Platz. Ja, ich habe den bei mir rechts auf dem Schreibtisch. Ja, na, ich muss meinen Schreibtisch hier ein bisschen umbauen. Dass ich den mal also auf der Höhe von mir habe. Ich muss links rüber gucken auch. Da muss man den kleinen Kram, was da nicht hingehört, runterschmeißen. Ich habe ein bisschen Toaster auf dem Schreibtisch stehen. Der gehört in die Küche. Und meinen Knabberkram. Ja, 80 cm Bilddiagonale vom Fernseher nimmt den ganzen Platz weg. Kommt also eigentlich an die Wand. Siehst du, da wo der Toaster steht, kannst du den Laptop hinparken. Zu schmal. Und der Knabberkran kannst du im Bafach von der Anbauwand bunkern. Anbauwand hab ich ja leider nicht. Ich brauchte da die Fummel ins Knabberkram. Ja, links neben mir habe ich ja einen zweiten Bildschirm stehen. Aber da habe ich ja TS und OBS drauf. Immer 417. Das ist ja schon wieder hinter mir. Ja, den haben wir noch gar nicht überholt. Da hat er uns überholt. Wie kann er jetzt hinter dir sein? Ich hab nicht gesehen, wo der lang gefahren ist. Aber ich sehe ja bloß aktuell zwei. Ach, das ist der Triple X NRW. Jupp. Der ist die ganze Zeit hinter dir. Nee, da hat er sich das überholt. Nee. Ich glaube, das liegt am Kaffee. Der andere, der dich überholt hatte, der vorhin zu früh rübergezogen ist bei mir, das war einer mit PL hinten dran, das war ein Pole gewesen. Triple X mal überholen lassen, in der Mitte nehmen und dann sagen, schönen guten Tag, Sie sind live auf YouTube. Ja. Schaut Eurotruck. Wie fährst du nochmal, ne? Ich? Ja. Ich glaube der 80, voll aber mit 82 hier Berg runter. Toll. Nur 83. 84. Gegenverkehr. 85. Jo. Jetzt greift der Retarder erst. Moin. Bei mir greift er bei 88. Moin. Gute Fahrt. Hi. Danke. Egal. Der Mommsen. Wie cool. Irgendwie kommt er bekannt vor.
Stimmt, so hieß das, dieses Gymnasium von dem Limmel von der ersten Bank, das Mommsen-Gymnasium. CO Ling und so, Hansi Krauss. Ja, die Schlussstreiche, die waren cool. Ja. Die haben sogar noch in den 80er und 90ern funktioniert in der Schule. Nicht schlecht. Jahre nach dem Film funktionieren die Streiche noch. Also wie sein soll. Und löt 84, danke. Nächste Parkmöglichkeit nutze ich mal. Moin, moin. Moin, moin. Ein Franzose. Hätte ich mal Bonjour sagen sollen? Oh. Ist der Glenn einfach verschwunden? Ja, leider. Ramsche, das sind wir ja kurz vor Osnabrück. Jo. 72 Kilometer noch. Jetzt aktuell 70 Kilometer noch. Mahlzeit. Mal deine Zeit doch selber zu melden, kein Malstift. Ja, ich habe bisher auf dem Bleistifter. Aber damit kann man ja schön malen, ne? Na, mit Bleistift kannst du auch malen. Oh, schöne Bilder, aber halt nicht bunt ausmalen. Nur Ne, schwarz-weiß. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß-Bilder. Ja. Normalerweise muss Gleich ich das schreiben. links runter. Na, fahr du mal links. Ich setze einen Re Blinker rechts und fahr links, ne? Dann schmeiß mal den Wurstblinker noch an. Ja. Eine musst du nicht, aber dann musst du das Würstel fangen. Nö. Warum nicht? Weil du keine Käsebockwurst rausschmeißt. Nein, bloß eine schöne gebratene Bratwurst. Jetzt zieht er auf der falschen Spur rüber. Das war jetzt wieder NL. Das war auch ein Aalborg. Dann DNI, hello. Der Bruder mehr Facetti. Sorry.
It's not my language. I can only German and a little bit English. Ich hoffe, der Satzbau war richtig. Tut mir leid, ich kann kein Englisch. Brauchst du eine Werkstatt? Ja, glaub schon. Achtung, enge Kurve im Gegenverkehr. Hey, Supula Romagna. Daraus konnte ich erlesen, er kommt wahrscheinlich aus Rumänien. Okay, der Gegenverkehr kommt uns hinterher. Vom Kreisverkehr kannst du in die Werkstatt abbiegen. Ja, ja. Ja, genug Platz dürfte er ja eigentlich haben zum Durchkommen, ne? Ansonsten muss ich halt dünn machen. Du könntest auch deine Fracht schon abgeben. Nö, der, ey, der verdient er ja. Salut. Ah, da Geo 18, der Glenn ist 250 Meter hinter uns. Judy. Er ist wieder da. Das ist gut. Jetzt gerade ein Moderator da ist, keine Ahnung. Sorry, I have enough moderators for this channel. Meinst du Moderator im Chat oder im DS? Chat. Ich wollte einen Moderator haben. Wegen Übersetzen oder was? Nö. Er will Moderator die Dings nicht haben. Ach so. Ampel der Grünen, Mann. So, Fracht abgegeben. Wieder ohne Schaden. So, nächster Halt wäre Duisburg und dann Düsseldorf. Duisburg oder Düsseldorf? Mal schauen. Ich bin gleich wieder da. Jo.
Na, schade, Glenn. War schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat's trotzdem gefallen, auch wenn wir uns ab und zu mal verloren haben. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Sonntag und vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Genau, ich wünsche dir auch. Sven, wo musst du deine Fahrt abgeben? Düsseldorf. In Düsseldorf. Dann mach ich das halt jetzt so. Scheiß drauf auf meine eigene Frage. Twitter, ne? Dann fahr ich halt mit, ne, mit Trailer mit. Egal. Düsseldorf noch Euro-Goodies. Euro-Goodies habe ich nichts, aber noch Düsseldorf. Juck, du musst ja von da rum nicht bleiben. Ich will schnell einen Trailer. Ja, ich warte hier gegenüber vom Volvo-Händler. Nächstes Mal werde ich versuchen, 24 Stunden Stream zu machen, fange ich morgens an. Bin ich gerade ausgeschlafen? Oh, bist du da? Kam die Leitplanke ziemlich nah. Ja, noch 168 Kilometer. 169, ja, 168.
Musst du tanken? Nein, ein Fall noch. Ich habe noch 434 Liter oder so drin, kommen noch 1300 Kilometer. 1500 Kilometer. Ich will ja noch nach Aalborg noch mal hochfahren, um jetzt tanken. Bitte. Jo. Morgen Amtrak. Dir wünsche ich einen schönen Sonntagnachmittag. Moin, ich auch. Wieso 60? Ja. Wegen der Autobahn, wegen der Brücke hier. Sind da wieder 80. Eine doofe Brücke. Ja.87, 86. So, nächste Abfahrt ist unsere. Jawohl. Mit Gegenverkehr. Und der Loop Nummer 89, Dankeschön. Rote Ampel voraus. Jo. Und bei der Schere schaltet die wieder um. Nö, ich bin am Rollen.
So, jetzt geht's ab in den 50er Bereich. Genau jetzt. Lass sie einfach mal ausrollen. Jo, ah, das ist mein Zielort. Ich muss gleich rechts. Ey, mach die von meiner Abgabenplatz hier weg. Halt den Krabbel, das ist meiner. Meiner? Ach nö, ich muss jetzt weiter hoch. Entschuldigung. Zack. Du hast mir ausgebremst. Du hast ja gesagt, drin ging das nix an eure Goodies. Wollte ich stänkern. So. So, das war die letzte Verdacht und jetzt ab zur Werkstatt. Level 30. Bin schon bald wieder halb so groß wie vor dem Absturz des Spiels. Kann man jetzt hier oben ADR voll so. Eigentlich 40,7%. Die Hälfte von dem, was ich vorher hatte. Und 0,90 falsch rein. Dankeschön. Sechs Leute würden noch durchkommen. Und ich kann ja nächste Woche dann halt den Rest voll machen. Der ist aber wieder ein bisschen mehr diesen Account Level. Ja. Voll verpasst die Ausfahrt, ey. Thank you.
Warst du bei einer vorbeigefahren? Nö. Kam von unten. Dann rückwärts kann das auch drin. Du hast hier das irgendwann einmal in den Schwarz. Das sieht dann blöder aus. Ja, ich weiß, muss ich mal umlackieren. Wenn das ein Chrom wäre, würde ich noch geil aussehen. Mit den Bügeln dann unten. Warte, kann ich gleich mal machen. Oh, den Spiegel weggefahren. Das sieht aber noch viel besser aus. Also soll deiner mal auch aussehen, ne? Nur ja, mal gucken. Jedenfalls nicht so viel Lichter. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Sonntagnachmittag. Ich euch auch. Und dann sehen wir uns irgendwann die Tage mal wieder. Entweder im LS oder ETS. Schauen wir mal. Bis dahin, ciao, ciao und auf Wiedersehen. Genau, und bei mir mal gucken, ob ich heute Abend noch einen Stream mache. Muss gucken, wie die Zeit herkommt. Ja, dann würde ich sagen, bis später oder bis die Tage. Ciao. Ciao, ciao.